Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Footdraft Gaming Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es ein 94er Prime Icon Moments Eusebio Footdraft. Sehr, sehr geiles Team. Der alte Ronaldo sozusagen, ja, Eusebio sozusagen, der Ronaldo aus Portugal von damals gewesen. Sehr, sehr geile Karte, kranker Spieler gewesen damals. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, ihr wisst es. Hab ich ja schon gesagt, ne, abonnieren, falls ihr nicht abonniert habt, oder gerade gesagt, vor einer Sekunde, ihr wisst es, täglich einschalten, noch nicht vergessen. Und ja, so seht's aus, Mann. Schreibt mal rein, Leute, wen würdet ihr, oder wen feiert ihr mehr, Ronaldo oder Eusebio? Was meint ihr, wer ist besser? Ich meine, Eusebio war damals krank. Aber ich glaube einfach, so ein Ronaldo von heute kann man auch gar nicht vergleichen mit damals. Ich weiß nicht. Zum Beispiel, ich finde auch so ein Ronaldo und so ein Messi safe krasser als, weiß ich nicht, so ein R9 oder so. Ich weiß halt nicht, ob die krasser waren als Pelé, weil Pelé habe ich live nie spielen sehen. Aber was meint ihr, Leute? Ronaldo oder Eusebio? Ab in die Kommentare. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. So, ab geht's mit der 5-2-2-1. Was ist? Eusebio als Kapitän. Bruder, das schmeckt natürlich. Icon ist Icon. Icon hat immer Vorrang, ihr wisst Bescheid. Icon ist Icon. Icon wird immer mitgenommen, Junge. 94er Eusebio. Bruder, der Typ ist auch eine absolute Maschine, Mann. Aber wirklich eine absolute Maschine, ey. Kranke Karte, Mann. 94er Eusebio. Richtig nice Werte. Auch 99 schießen. 5-Star Skills, 4-Sterne Skills. Schmeckt, würde ich sagen. Okay, geiler Captain. Ich glaube, kann man auch machen, oder? So ein Captain, Digga, kann man voll und ganz machen. Okay, Rechtsverteidiger. Ab geht's. Das sieht ja auch wieder gut aus. Ich habe gehofft, dass es Trent Alexander-Arnold oder so wird. Ja, wäre nice gewesen. Aber ja, gut. Naja, Casio ist in Ordnung. Geht klar. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Beschweren kann man sich ja weniger. Checkt wieder mal meinen Shop aus, Leute. Ihr wisst es ja. Nice Designs. In Orange, in Blau, in Rot, in Grün erhältlich. Ihr kennt es ja als T-Shirt, als Pullover. Ebenfalls natürlich das hier als T-Shirt, als Pullover in Schwarz. Auf Schwarz und Weiß auf Weiß erhältlich. T-Shirt, Turmbeutel, Handyhülle, LED-Nice-Lampe hier, diese oder diese und ja, noch viele, viele weitere Sachen. Checkt's aus. Ja, Link ist oben in der Beschreibung zu meinem Shop. Gratis Autogrammkarte von mir gibt's auch wie immer dazu. Also, wer noch Bock hat, gerne abchecken und ja, ihr würdet mich natürlich mit dem Kauf unterstützen. Also, vielen Dank an jeden, der mich das supportet. ZM würde ich sagen, ne? Okay, come on. Nächster. Jawohl, das sieht gut aus. Come on. Das sieht sehr gut aus. Paul Pogba. Das schmeckt. Wäre der mal bei Juve geblieben, Alter. Scheiße, wird der jetzt noch hier Casio linken. Leider nicht mehr bei Juve. Aber wäre auch zu schön gewesen, ey. Arthur wäre natürlich auch nicht schlecht. David Silva auch nicht. Aber naja, bringen uns alle keinen Link für Casio. Von daher nehmen wir den besten einfach mit. Paul Pogba. Okay, dann würde ich sagen, Innenverteidiger. Come on, einer muss gut werden. Das sieht schon gut aus. Das ist gut, Alter. Let's go. Rafael Varane, 96er. Team of the Year. Okay, ich muss sagen, eigentlich war jede Position bislang perfekt. Okay, Rechtsverteidiger kann man sagen, Casio, ja gut. Hätte man vielleicht auch eine Icon kriegen können, ja. Hier Zanetti, 92 oder 93, Icon Zanetti wäre natürlich noch besser gewesen als Casio. Aber sonst eigentlich schon alles perfekt, ey. Ohne Witz, wir nehmen natürlich Rafael Varane mit 96er Team of the Year. Jetzt die Frage, wo machen wir weiter? Weil jetzt wird ein Schlechter kommen. Ich glaube, wir lassen einen Innenverteidiger opfern. Wir. Einer wird wahrscheinlich schlecht werden, es wird wahrscheinlich der werden. Ja, einen müssen wir opfern, Digga. Koscielny wäre eigentlich gut, ne? Müssen wir auf Premier League gehen mit Koscielny. Und der ist halt schmackhaft auch Franzose. Nehmen wir Koscielny mit. Okay. Boah, ich hoffe, der wird jetzt wieder gut, Mann. Ab geht's. Komm. Ach, Mann, blau ist immer scheiße im Mittelfeld. Das ist immer. Also im Mittelfeld blau ist das Schlechteste überhaupt, was man kriegen kann. Ey, Mann, Digga. 86er Fabian, ey. Okay, es geht sogar noch, aber es ist halt blaue Animation, ist immer komplett lost eigentlich im Mittelfeld. Nein, nehmen wir Fabian mit. Okay, komm, Linksverteidiger Marcelo vielleicht. Team of the Year. Ja, das sieht gut aus. Könnte Marcelo werden. Salah ist gut. Alexandro ist auch nice. Ja, ich bin. Obwohl, warte mal. Alexandro links, sogar Fabian jetzt wegen Serie A. Boah, ist jetzt die Frage, Mann. Oder wir nehmen Salah mit auf Premier League. Boah, Scheiße, man, ist echt schwer. Boah, shit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, Premier League ist eigentlich schon besser, ne, mit Salah. Haben halt beide dasselbe Rating. Salah können wir nicht mehr kriegen.
auf dem Flügel, aber ich hoffe mal, wir kriegen eh eine Icon auf dem Flügel, am besten Figo oder Best. Ich hoffe, wir nehmen Salah mit, ey. Aua, Alexandro, boah, ich weiß es nicht, Mann. Komm, wir nehmen Salah mit, Premier League, wir gehen auf Premier League. Ich glaube, ja, ich glaube, wenn wir jetzt kriegen wir safe Chiellini, okay, oder auch nicht. Ach du Scheiße, Alter. Hier hätten wir sogar einen Serie A-Spieler, ne, Serie B ist der, ich wollte schon sagen, Alter. Ey, Gastadeo mit 39 Tempo, ich dachte schon, ey. Der hier sieht aus wie Nainggolan, komplett den Hals tätowiert, Alexis. Der hier, Colucin, ist auch eine Legende. Der hat eigentlich immer nur eine Goldkarte in den letzten Jahren. Jetzt hat er eine Silberkarte. Ich glaube, der ist geschrumpft, Alter. Der ist nur 1,84. Das kann nicht sein. Ohne Witz. Der war früher mal absoluter Riese, als wenn er nur 1,84 war. Der kam mir so halt vor, als wenn er 95. Du weißt, Bruder, Gandolfi. Was haben die eigentlich alles für Legendennamen? Ja, komm, Colucin ist Legende, nehmen wir mit. Der, ohne Scheiß, ich glaube, der ist geschrumpft, Alter. Der war früher safe größer. Oh, Pink auf der Torhüter-Position. Könnte ein Icon werden. Ist eine Icon. 2,90er Schmeichel, aber noch ganz am Ende. Aber wirklich ganz am Ende noch Glück gehabt, Mann. Boah, nice, Alter. Schmeichel war natürlich jetzt saftig. Vor allem Link der Colucini hier noch. Mega geil. Mega geil. Okay, komm bitte. Eusebio ist schon Best. Oder Luis Figo. Ja, oder beide. Nice. Ja, Best wird nicht. Boah, Best wäre natürlich wichtig eigentlich für unseren Rechtsverteidiger, ne? Dadurch werde auf wie viel? No- ist auch nur auf 6 Chemie durch. What? Ja gut, dann bringt es ja gar nichts. Hä? Der kommt auch nur auf 6 Chemie damit. Ich dachte, der kommt damit auf 7 oder so wenigstens. Ja gut, dann nehmen wir Best mit. Wenn das nichts bringt, dann bringt es nichts. Das war clever gerade, ne? Wenn das nichts bringt, dann bringt es nichts. Okay, jetzt noch Del Piero, komm. Jawohl, das sieht gut aus. Könnte Del Piero werden. Das wird Del Piero. Bruder, was ist für ein geiles Draft, man. 4 verdammte Icons, 91er Bewertung, 94er fucking Eusebio, Alter. Als Captain. Und... Digga, was ist das für ein Sturm, Alter? Das ist der beste Footloft-Sturm aller Zeiten mit dem 94er Eusebio hier. Junge, Del Piero, Best und Eusebio. Ja, schmeckt, Alter. Schmeckt aber mal... Oh, mal richtig. So, ah ja, warum habe ich es nicht direkt so gemacht? Zack. Aber warte mal. Ah, das bringt nichts. Ah, das bringt gar nichts, ey. Scheiße. Okay. 89 Chemie. 91er Wertung. Und wir haben Silberspiel an der Start. Ey, wenn wir da noch einen guten gehabt hätten, hätten wir vielleicht sogar eine 93 haben können oder so. Oh, so eine Scheiße. Kommt wieder Colucini, weißt du? Ey, komplett lost. Sonst hatten wir wirklich, ja, okay, der hier noch. Sonst. 86 wäre der schlechteste Fabian gewesen. Dann kommt ein 74er. Muss das sein? Footdraft, EA, muss das sein? Meine Güte, was kriegen wir hier gerade für Spieler? Die zwei auf der Bank waren ja mega lost. Das war wohl wieder, weil unsere Startelf so krass war. Ihr kennt das ja. Wenn die Startelf so krass ist, sind die Spieler danach meistens immer lost. Und das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. Wir nehmen Porto mit. 83 schon der Beste. Okay, kommt. Drei Reservespieler noch. Der wird wieder gut. Ja, okay, oder auch nicht, ey. Okay, ich nehme alles zurück, Mann. Das wird doch nicht gut. Oh, Mann, ey. Was ist denn das? Ey, könnte ich mal Willian mitnehmen? Mbappé auch nicht. Haben noch bessere Versionen. Hakimi nehmen wir, glaube ich, mit. Und Fraser. Dem ich keine besseren Versionen. Ah, wer bringt uns mehr? Ich glaube, der bringt uns sogar mehr vom Ding. Warte mal. Ja, 2 Chemie wegen Premier League. Läuft. Naja, Hauptsache erstmal, ja, Colucini raus. Und schon sind wir auf einer 92. Wir hätten safe auf einer 93er Wertung sein können. Am Anfang, wenn wir nicht diese verdammte Silberkarte von Colucini bekommen hätten. Alexandro. Jetzt haben wir doch wieder unseren Alexandro. Der uns nichts bringt. Walker würde uns was bringen. Das ist halt der 84er nur. Warum ist das nicht die pinke Innenverteidigerkarte von Walker? Der wäre perfekt, dann wären wir jetzt auf 100. Ah, ist wieder bitter, Mann. Da siehst du wieder bitter, ey. Dann wären wir jetzt auf 100 Chemie, wenn wir die Innenverteidigerkarte... Sonst kriege ich ihn immer, den pinken, die Foot... Birthday-Karte davon von Walker, Alter. Jetzt kriege ich ihn nicht. Oh, Sterling, Alter. Sehr nice. 92er-Karte. Bruder, der sieht da aus wie Hulk auf dem Bild. Ohne Scheiß, ey. Digga. Der sieht auf dem Bild. Ohne Scheiß, der sieht aus wie Hulk. Ich schwöre es euch, Mann. Der sieht richtig breit aus auf dem Bild, ey. Was ist das für Werte, Mann? 98 Tempo, 94 Dribbling. Übertreibt doch nicht, Kollege. 92 insgesamt. Ja, nehmen wir safe mit. Warte mal. Bringt erstmal nichts. Können leider erstmal nicht reinstellen. Kranke Karte. Der sieht wirklich aus. 1:1 Hulk, Alter. Ich sag's euch. Das ist Hulk. Die haben ein Bild von Hulk genommen. Habe ich gedacht, komm, nehmen wir ein Bild von Hulk, fällt nicht auf. Bisschen abgeändert mit Photoshop, Sterlings Gesicht so ein bisschen reingemacht. Chillig. Na gut, Benitez. Seit wann heißt der hier Ayotze? Ayotze Perez oder Ayose? Ich habe keine Ahnung, Ayose Perez. Der hat 4 schnelle Skills, 4 schnelle schwache Fuß. Der hieß früher immer nur Perez. Bin ich mal 100% safe. Der hieß nur Perez. Jetzt heißt er, Alter, auf einmal Ayose Perez. Hat mit auf seiner Karte draufstehen. Ne? Früher stand da safe immer nur Perez. Egal, wir nehmen Benitez mit 84. Ist der Torwart? Der ist Torwart, Alter, WTF. Gar nicht gesehen. Er spielt bei Nizza jetzt. WTF war Walter, Bruder. Bester Vorname der Welt. Argentinier, der Walter heißt. Was will man mehr? Was will man mehr? Ein argentinischer Walter. Belfodil. Oh, der ist auch gut diese Saison. Ne? Belfodil, muss man sagen. Luis Adriano. Chillige Frisur auf jeden Fall. Der hat schon einen chilligen Afro, Alter. Muss man sagen. Der ist schon stylisch, Mann. Aber der hat so einen Linksdrall, ne?
Ja, je nachdem, wie man es sieht, links oder rechts, je nachdem, wie man es sieht. Der geht so schon, so eine Seite ist ein bisschen mehr Alter, muss man sagen. Muss der Friseur ein bisschen weniger machen. Die Hecke muss man mal schneiden da oben. Okay, die Maria nehmen wir mit. 88 rated, highest rated. Bei uns nichts. Ey, wir kommen nicht mal auf 100 Chemie so, Alter. 6 Chemie durch Manager. Ich glaube, das wird nichts. Ne? Wir brauchen noch einen Innenverteidiger aus der Premier League. Sonst wird das hier nichts mehr mit der 100, mit dem 100er Chemie-Team. Bilia, 84er Informer. Ich habe gerade gedacht, der bringt uns was. Aber der spielt bei AC, der spielt bei Juve. Bringt uns also auch gar nichts. Ja, nehmen wir trotzdem mit, glaube ich, aber bringt uns gar nichts. Scheiße, ja, so ein Mittelfeldspieler wäre auch noch gut für Fabian, ne? Komm, hier vielleicht, komm. Oder nochmal ein Icon, würde auch gehen. Icon würde ich auch nehmen, ja. Wir kriegen wieder nur Außenspieler. Wir kriegen 3 rechte Mittelfeldspieler und 2 linke Mittelfeldspieler. Was ist denn das schon wieder? Absolute Scheiße hier. Na gut, bringt gar nichts. Nehmen wir Horta mit. Okay, letzte 3 Spieler. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger aus der Premier League. Dann haben wir es, dann haben wir 100 Chemie. Sonst wird eng. Sonst wird richtig eng. Höwitz ist sehr wohl. Ah, Sakho, ey, geile Sache, Mann. Ey, läuft. Oh, sogar Franzose, ey. Perfekt. Bruder, besser geht's gar nicht. Der hat 80. Warum hat der hat nur 80, ey? Was? Wir kommen nicht mehr so von der Chemie. What? Warum? Achso, ja, okay, wegen. Ah, scheiße. Das Ding ist, ich hätte, glaube ich, jetzt doch besser. Ah, das war dumm von mir. Wenn wir jetzt. Jetzt hat er nämlich 2 Links. Jetzt hat er noch einen orangen Link. Wenn wir jetzt noch Figo gehabt hätten auf dem Flügel, dann hätte, glaube ich, jetzt auch Cancelo 9 Chemie oder so. Oder 7 mindestens. Hätten wir einen Chemiepunkt mehr, mindestens, wenn nicht sogar 9. Na gut, kann man jetzt dann ändern. Na egal. Das auch, eigentlich ist die Formation unnötig. 5-2-2-1 für die Drafts, weil du hast halt linker und rechter Außenverteidiger und du kriegst im Draft, glaube ich, nur links- und rechtsverteidiger. Ich glaube, es gibt im Draft keine rechten und linken Außenverteidiger. Das gibt es, glaube ich, im Draft nicht. Das heißt, du kannst auf dieser Position gar nicht ohne Manager halt auf volle Chemie kommen. Ah doch, es gibt eine rechte Außenverteidiger. Hier, TT. Ja, es gibt doch, Alter, wusste ich nicht. Okay, ich dachte, es gibt gar keine. Ja, läuft. Chillige Sache. Na gut. Da habe ich mir auch wieder komplett gefailt. Na, komplette Scheiße gerade wieder erzählt, Alter. Egal, was ich gerade erzählt habe. Einfach wieder vergessen. Das war's wieder, ey. Scheiße, die Wanne. Wir nehmen Piri mit. Okay, letzter Spieler des Teams. Oh, Pink nochmal. Vielleicht nochmal ein Icon. Zweiter Icon. Na, leider nicht. Ein neuer. Ja, gut. Nehmen wir neue mit. Wir können mal kurz sortieren, aber ich glaube nicht. 191, wenn wir das Ding, denke ich mal, nicht pushen können. Wir müssen erstmal schauen, dass wir noch einen Manager kriegen. 2 Chemie ist eigentlich easy machbar, aber wer weiß, Alter. Man weiß nie, ne? Wenn du keinen Manager hast, Bruder, dann hast du keinen Manager. Das ist eine ganz, ganz clevere Sache. Das ist eine clevere Weisheit von mir. Wenn du keinen Manager hast, hast du keinen Manager. Der Chemie bringt. Also, let's go. Eusebio Draft muss jetzt gut beendet werden. Sonst, naja, wir haben immerhin 4 Icons noch gehabt. Eusebio natürlich nice. Auch selten relativ, Eusebio. Und 100 Chemie haben wir auch statt 190 gedraft. Nice. Das war's dann, Leute, von diesem Eusebio 94er Prime Icon Moments Football. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren. Ein Blog habt ihr, um nichts zu verpassen. Shop auschecken. Nice Designs in Orange, in Blau, in Rot, in Grün. Als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Das hier ebenfalls als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Die schwarz auf schwarz und weiß auf weißen Designs. Was gibt's noch? Handyhüllen, Kissen, T-Shirts, Turmbeutel, LED-Nice-Lampe. Die beiden hier. Und wie immer, zu eurer Bestellung gibt es noch eine gratis Autogrammkarte dazu. Also checkt aus, danke an jeden, der mich am Kopf unterstützt. Das war's, macht's gut, bis morgen oder rein und ciao.